Hallo und herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen. Heute nicht nur Herr Stroms Ursachen, sondern Herr Stroms und Marios Ursachen. Hallo Mario, ganz herzlich willkommen zum Gegenbesuch hier in den TikTok-Studios. Ich war ja, wie die meisten wissen, neulich auch bei Mario und wir haben dort uns an einem neuen Format probiert. Und ich glaube, das hat durchaus einigermaßen gut funktioniert, jedenfalls für uns und unsere Meinung zählt in dem Moment. Dieses neue Format heißt denn nun... Fünf zu zwei unentschieden. Und auch diesmal haben wir ein ganz spannendes und interessantes Thema. Mario. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo Bernhard, grüß dich. Ich konnte es ja nicht vermeiden. Ich war bei dir, hab dir die halbe Bude leer gefressen und deswegen habe ich dann gesagt, okay, komm doch auch mal bei mir vorbei. Obwohl da eine Frage offen war, wegen den Gurken. Ne? Wir wurden gefragt wegen den Sandwiches. Ja. Die gab es natürlich vorher zu essen, ja. Was ich ja, ja richtig gut vollgegessen. Ja. Und es waren Gurken drauf. Ja, hat aber nicht gemerkt. Wie habe ich denn gemerkt? Dass ich die Gurken untergeschummelt habe. Echt? Und wir wurden auch noch wegen einer anderen Sache gerügt. Wir haben beim letzten Mal vergessen, einen Wrist-Check zu machen. Und ich denke, das müssen wir heute auf jeden Fall wiederholen, oder? Das müssen wir heute machen. Dann erzähl doch mal, was du denn am Handgelenk hast. Ich trage heute ein Microbrand, passend zum letzten Thema. Achtung und die Sensation, Zuschauer meines Kanals, die wissen es ganz genau. Ich habe es vorhin Mario auch erklärt, dass er die Möglichkeit hat, man muss das nicht einfach so in die Kamera halten. Ja, man kann das auch hier umschalten. Ne? Denn ich habe eine, jetzt, pass auf, Kamerakind Mario. Ich schalte mal um. Ja. Schalte mal um. Zack. Hier. Und zwar ist das eine 10119 New Watch Alert, kam diese Woche bei mir an. Die Uhr hat mir so gut gefallen und ich dachte mir, um dich zu ärgern, trage ich bewusst heute diese Uhr. Dann halte ich auch gleich. Ach, Entschuldigung, ja, jetzt habe ich umgeschaltet. Sollte ich irgendwann aus dem Bild verschwunden sein, wird es daran liegen, dass mich der Herr neben mir einfach mal aus dem Bild geschubst hat und dass er hier meinen Kanal übernommen hat. Ich übernehme wieder die Regie. Was habe ich am Handgelenk? Ich habe heute am Handgelenk eine Omega Speedmaster Moonwatch. Und Mario sagt uns jetzt, warum das perfekt zum heutigen Thema passt. Ja, wir haben uns überlegt. Du hast dir überlegt? Ich habe mir überlegt. Wir sollten über die Moonwatch reden. Ui, habe ich gesagt. Das ist ja mal spannend. Ja, weil das doch ein sehr kontroverses Thema ist. Und es wird ja viel darüber diskutiert, ob Omega und Swatch sich damit einen Gefallen getan haben. Genau. Habe ich ja auch diskutiert. Ja, und ich glaube, deine Meinung war immer relativ gegen diese Maßnahme. Du fandest es, glaube ich, es war keine gute Idee von Omega, das zu tun, den Markennamen herzugeben für eine, sagen wir es, eine Plastikuhr, ne? Ja, kommen wir nachher nochmal drauf. Also die Idee ist nicht schlecht. Es ist natürlich, war natürlich schon eine Riesenaktion, aber in der Umsetzung hat es mir nicht zu 100% gefallen. Mhm. Aber kommen wir ins Detail, weil die Sache Moonwatch ist ja jetzt eigentlich ziemlich schon genau ein Jahr her. Es ist dann endlich auch bei dir angekommen. So jedenfalls hatte ich den Eindruck, als du dann kamst und hast mir erzählt, komm, wir unterhalten uns mal über die Moonwatch, habe ich gesagt, ja, so war es halt nicht. Nein, Bernhard, so war es nicht, denn Moonwatch ist wieder in aller Munde, denn sie haben ein spezielles Sondermodell rausgebracht, nämlich, jetzt muss ich selbst nachlesen, die Mission to Moonshine Gold. Und seitdem wird es halt doch wieder relativ stark diskutiert, teilweise kontrovers und einige Meinungen kann ich halt wirklich nicht nachvollziehen. Und deswegen dachte ich mir, müssen wir das hier endgültig in diesem Format mal klären. Ich möchte es ganz kurz einblenden, weil ich habe ja hier jetzt auch meine ganze Tastatur, die man ansonsten nie sieht. Erstens für alle, die es vergessen haben, die ganze Geschichte Moonwatch, da gab es ja, wie viele Modelle gab es eigentlich? Es gab alle Planeten des Sonnensystems, einschließlich Pluto, 9 Planeten plus Sonne und plus die Erde. Das also 11. Würde dann, das ist das Bild, was ich gefunden habe, 9 Stück. Also das Bild kennt bestimmt auch jeder, deswegen einfach nur nochmal so eingeblendet. Und das neue Modell, jetzt müssen wir in der Mitte ein bisschen den Kopf wegnehmen, das ist dieses hier, das nochmal Omega Moonshine Gold. Das ist ein bekanntes Modell, bei dem dann nur der Zeiger vergoldet wurde. Ist es so? Ja? Nein? Das ist richtig. Also dieser Zeiger, also kommen wir mal, ich glaube, auf die Moonshine Gold müssen wir später zu reden kommen. Eigentlich müssen wir erstmal vorne anfangen und sagen, ob denn diese Moonwatch grundsätzlich dem Markenimage der Marke Omega schadet. Ich war selbst da, als damals vor einem Jahr diese Uhr veröffentlicht wurde, bei den Swatch Stores. Bin dorthin gefahren, weil ich von dieser Idee eigentlich überrascht war, dass Omega und Swatch so etwas gemeinsam machen. Wo warst du? Frankfurt? Ich war in Frankfurt, genau. Und die
Omega und Swatch haben das ja relativ lange geheim gehalten, dass sie dieses Projekt gemeinsam starten. Und ich meine, die Veröffentlichung war am Dienstag oder Mittwoch der Woche und der Verkaufsstart war dann für den Samstag geplant. Und ich bin dann nach Frankfurt gefahren, habe gedacht, Mensch, dann fährst du mal früh hin, ne, so dass du um 8 Uhr da bist vor dem Geschäft. Die wollten, glaube ich, gegen 9.30 Uhr das Geschäft aufmachen. Und der Swatch Store. Der Swatch Store. Also nichts mit Omega, sondern wir reden jetzt von Swatch. Swatch Store, genau. Und Swatch Store. Und da war eine riesenlange Schlange vor diesem Geschäft und es war dann eigentlich unmöglich, eine Uhr zu bekommen. Und ich habe dann meinen Plan, mir eine Uhr zu kaufen und ein Review über die zu machen, umgeworfen, habe Interviews geführt mit Leuten, die vor diesem Swatch Store standen und habe dann festgestellt, dass da nicht nur junge Leute stehen, die sich erstmalig eine Uhr kaufen wollen, sondern es waren halt ganz viele Uhrenenthusiasten auch dort, also Fans der Marke Omega. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass das ein riesen Marketing-Erfolg für Omega sein wird und dass es der Marke langfristig nicht schadet, weil sie erstens nicht nur Träger der Marke Omega sich dafür diese Uhr begeistert haben, sondern auch viele junge Leute neu in dieses Uhrengame hineinkommen, die sagen, ich kann mir vielleicht eine teure Luxusuhr derzeit nicht leisten, ich mag aber die Marke Omega und fange damit an und habe ein sympathisches Bild über diese Uhr, weil sie ermöglichen es mir für, damals waren es 250 Euro, meine erste Swatch zu kaufen, wo zumindest der Markenname Omega draufsteht. Also du guckst so kritisch. Ja, da kommen ganz viele Dinge, die immer dann so ein bisschen in einen Pott geworfen werden. Das heißt, bist du davon überzeugt oder gibt es Zahlen, die belegen, dass junge Menschen, die vorher nicht besonders viel mit Uhren am Hut hatten, auf einmal sagen, und da ist so der erste Widerspruch, ich mag die Marke Omega. Also wer herzlich wenig mit Uhren zu tun hat, der kennt die Marke Omega nicht. Der kennt vielleicht die Marke Rolex aus dem Türkei-Urlaub oder sonst woher. Aber und das dann nochmal den Dreh zu bekommen, zu wissen, dass Omega ja irgendwie mit Swatch irgendwas zu tun hat und dann zu sagen, ich kann mir zwar keine Omega leisten, also bei mir war es genau umgekehrt, ich kann es ja sagen, ich kann ja nochmal die Uhr zeigen, ich fand diese Aktion mit der Moonswatch natürlich so sensationell, dass ich mir eine kaufen wollte und weil es in dem Moment keine gab, habe ich mir die dann online bestellt, die hat gekostet 4.200 Euro, bis ich dann gemerkt habe, es ist gar keine Original Moonswatch, sondern es ist eine sogenannte, so ohne es ist eine sogenannte, habe ich dann gelernt, Moonwatch, was auch immer das zu bedeuten hat. Ja. Es ist gar nicht das Original, sondern höchstwahrscheinlich der Nachbau von Omega, die sich irgendwann gesagt haben, aufgrund des Erfolges von Swatch, die sich dann gesagt haben, wir bauen eine Uhr, die so ähnlich aussieht, aber jetzt mit so einem bescheuerten Antrieb, den ich noch jedes Mal so aufdrehen muss, während das ja Hightech-mäßig vollautomatisch läuft. Also zwei Punkte dazu. Erstens, ich finde es toll, du lernst noch. Ja, also du immer. Punkt Nummer zwei. Du hast es aber nicht ganz richtig verstanden. Also, du bist bei mir zu Gast. Ja, genau. Okay, dann bitte überlasse ich dir das Wort. Zeig dem Gast, dass du ihn hast. Nee, komm. Nee. Erzähl. Also ist es ein Erfolg gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also nee, es gab es ganz Leute. Ganz kurz, ich falle dir jetzt einfach mal ins Wort. Habe ich noch nie gemacht, aber ich möchte dir ins Wort fallen. Weil meine Frage ein bisschen untergegangen ist, glaubst du wirklich, dass junge Menschen, die mit Uhren nichts am Hut haben, über eine Moonswatch irgendwie irgendwann mal hingeleitet werden zu Omega und wirklich zu der Haute Horlogerie? Ja. Das wollte ich dir gerade beantworten, die Frage. Denn der Beweis ja dafür waren ja die Geschäfte, die überrannt wurden. Wenn man sich mal in die Bilder zurückerinnert, in Singapur, in London, die Straßen sind voll gewesen. Vor dem Swatch Store in Frankfurt war die Polizei, hat für Ruhe gesorgt. Also du hast gesehen, es gab das eine extrem... Das waren echte Polizisten? Das waren richtig echte Polizisten. Oder haben die sich nachher ausgezogen? Nein, das war wirklich so, ja. Ich kenne nur die. Also das waren wirklich Szenen. Also in Deutschland ist es ruhig geblieben. Es gab da keine Ausschreitung, aber in einigen Ländern gab es die sogar. Und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die auch gesagt haben, meine Frau zum Beispiel, ja, die kennt Rolex und seit diesem Hype, dass ich mich um diese Uhr selbst bemühe, kennt sie auf einmal Omega. Also es gibt Beispiele von Leuten, die dort waren, die bestätigt haben, vorher von Omega noch nie was gehört, durch diese Aktion sind sie jetzt zumindest dieser Marke näher gekommen und kennen die Marke. Deswegen glaube ich, es hat der Marke unheimlich gut getan. Aber was können wir noch dazu sagen? Welcher Marke hat es gut getan? Wir reden ja immer von zwei Marken. Ja. Wir müssen da schon ein bisschen genauer rangehen. Wir haben auf der einen Seite haben wir Swatch und auf der anderen Seite haben wir Omega. Hm.
Beiden. Beiden Marken, ja. Ich habe einen Artikel gefunden aus der Schweizer Handelszeitung, der ist jetzt schon ein Jahr alt. Also der hat damals schon gesagt, und zwar wurde der Hayek interviewt, ne, als CEO der Swatch Group, und der sagte, dass der Umsatz in den Omega-Geschäften seit Einführung der Moonwatch, der Moonswatch im März um mehr als 50% gestiegen ist. Und genauso sagt er auch, dass durch den Verkauf der die Speedmaster-Modelle und die Moonswatch, die Originale, sind im zweistelligen Bereich gestiegen. Und auch die Swatch-Läden müssen selbst davon stark profitiert haben, sagt er selbst in einem Interview im Juli 2022. Herr Hayek ist ja gerade im Zusammenhang mit dieser Aktion und das, was dann Swatch so ein bisschen im Vorfeld oder was dann der Swatch-Konzern im Vorfeld dann auch so ein bisschen postuliert hat, dass die Uhr nachher online zu kaufen ist und, hat ja da selbst auch relativ häufig sein eigenes Wort gefressen. Andere würden sagen, er hat von vornherein Blödsinn erzählt oder hat ein bisschen die Leute für dumm verkauft, im Sinne von, die ist ja nicht limitiert, da könnt ihr nachher alle was davon kaufen, etc., etc. Deswegen... Ob die Zahlen belegen, ich weiß nicht. Ich bin immer, das ist dieses Ding mit der eigenen Statistik, die man jetzt selbst gefälscht hat. Nein, natürlich glaube ich dem Herr Hayek, es wird jetzt so sein. Ich kann mir aber, okay, ich habe von Marketing keine Ahnung, aber ich kann mir das letztendlich gar nicht so besonders vorstellen, dass dem so ist. Mhm. Weil es war ja doch sehr viel Trickserei. Man hat ja in der Zwischenzeit gemerkt oder man hört ja in der Zwischenzeit, dass gerade in den Swatch-Stores, als man dann merkte, dass der Andrang da war, wird ja kolportiert, dass man dann die Maxime ausgab, jetzt möglichst langsam zu bedienen, um die Schlange vor der Tür medienwirksam, inklusive Polizei und allem drum und dran, weil ja alle drauf abfahren, medienwirksam von dem einen oder anderen Influencer fotografiert wird, die man teilweise da ja wirklich selbst vor die Tür gestellt hat. Also da beißt sich ja auch die Katze ein bisschen in den Schwanz, dass dann diese, ehrlich gesagt, affigen Nummern abliefen, dass dann Mitarbeiter rausgingen, Namen aufgeschrieben haben, es sind nur noch so und so viel da, wir rufen euch nachher namentlich auf und der ganze Firlefanz, damit man auch irgendwie die Zeilen füllen muss, ja. Damit man auch zu den Bildern von langen Schlangen, die wir ja alle damals von Apple kennen, also das ist ja die Urmarke letztendlich des Schlangensystems, weinende Menschen, die mit dem Smartphone 2 dann mit dem iPhone 2 da rausrannten oder dem neuen und hey, Hype und alle haben gejubelt. Und wenn man die Bilder genau angeguckt hat, waren die Hälfte der Jubler Mitarbeiter letztendlich aus dem Apple Store. Mhm. Also das ist, ja, es mag so sein, aber trotzdem ist das für mich, wo ich dann denke, das ist so. Ich glaube, es tut der Marke gut. Also es tut der gesamten Uhrenbranche gut. Ja, auch das, die negativen, ja, auch diese negativen Geschichten. Ja, ich glaube schon, weil das ist ja eine künstliche Verknappung gewesen. Also jetzt gerade, diese Uhr ist ja, man sagt, über 1 Million Stück jetzt verkauft worden weltweit. Und wenn du in Apple... Generell über alle Modelle jetzt? Über alle Modelle, okay. Über alle Moonswatch-Modelle. Okay. Wenn du heute in einen Swatch-Store gehst, ist es ja immer noch nicht so, dass du dir deine Uhr aussuchen kannst. Also diese künstliche Verknappung, das ist ein riesengroßer Marketing-Coup gewesen, den die fabriziert haben. Wie gesagt, ohne dass sie es selber wussten. Ja, und du warst nicht daran beteiligt, ne? Oder stecktest du da auch mit dabei? Nein, ich habe mit dem Thema Marketing habe ich nichts am Hut. Jetzt wollte ich dich sowieso fragen. Es gab einige Kommentare, ob du was mit Marketing zu tun hast in der Vergangenheit, aber ich glaube nicht, ne? Nein, das ist auch ein Thema, über was ich nicht rede. Das ist bei mir im Privatbereich, mein früheres Leben. Und ich habe mir geschworen, also vor der Kamera nie irgendwas zu diesem Thema zu sagen. Da bin ich also... Bisher habe ich mich immer strikt dran gehalten. Also marketingmäßig finde ich diese Aktion sehr, sehr gut durchdacht, relativ gut umgesetzt. Und das, was jetzt mit der neuen Moonswatch passiert, mit dieser Mission to Moonshine Gold, das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als diese Uhr, also diese Mission to Moon, dass man diese Uhr genommen hat und einfach einen vergoldeten, 18 Karat vergoldeten Zeiger aufgesetzt hat, dessen Gold wie Mondschein scheinbar leuchtet, ein bisschen heller ist als normales Gold, sagt man, was auch im Februar während des Vollmonds
Vollmonds produziert wurde. Also was nur während Vollmondnächten wird dieses Gold auf den Zeiger aufgetragen. Ich sehe das schon. Wenn dann so 5, 6, 12 mitten in der Schweiz, irgendwo in den Bergen, so ältere Damen in schwarzen Umhängen neben dem Friedhof am Vollmond. Hey, gut, sehen Sie, komm, bring uns einmal da das Gold drauf. Genau. Und dann das Gold auftragen und dann mit Eselskarren vom Tiefental hin zur Swatch-Konzern-Zentrale bringen, um sie dort dann montieren zu lassen auf Uhren, die dann auf den Schenkeln von irgendwelchen, was weiß ich, Jungfrauen dort hergestellt wurden. Schon das hat was Mystisches, wenn nicht gar sensationell. Und Esoterisches. Ich möchte das Bild nochmal zeigen. Also ja. Ich finde dermaßen mystisch und esoterisch alleine, das war genau das, was ich gesehen habe, als ich diesen Zeiger gesehen habe. Aber das, was die hier gemacht haben mit dieser Uhr, ist wieder ein absolut genialer Marketing. Ja, aber funktioniert es, ganz ehrlich. Es funktioniert. Also hast du Zahlen, dass man sagt, dass ihnen jetzt auch diese Uhr aus der Hand gerissen wird? Ja, erstens, also die wurde ja nur in 4 Läden verkauft. Ich muss mal gucken. Jetzt war gerade der Ansatz, spielt doch keine Rolle, wollte doch gerade da jemand sagen. Ja, erkläre ich gleich, aber erstmal die Läden Tokio, Zürich, Mailand und London. Die haben, es wird ja nicht mehr überall. Die haben nur in 4 ausgewählten Läden an einem oder 2 Tagen diese Uhr verkauft. Mhm. Und angeblich sind die wirklich am ersten Tag sofort ausverkauft gewesen. Mit wieder Schlangen vor diesen Läden. In einer Auflage von? Ich weiß es nicht, da haben sie nicht veröffentlicht. Ich vermute mal, hallo, selbst wenn die nur 2000 Stück gemacht guten haben. Guten Tag, ich verkaufe morgen 2 Uhren. Es hat mal kaum 2 Wochen gedauert, jetzt da waren die ausverkauft. Jetzt lass mich mal ausreden, jetzt red ich mal. Nein. Diese Uhr, die ist limitiert durch diese Herstellung des Goldes. Lass die mal 2000 Uhren gebaut haben. Sind es vielleicht 3000 Uhren gewesen. Aber im Grunde genommen hat das ja nichts gekostet. Die haben einen Zeiger genommen, haben die vergoldet. Der Preis der Uhr ist nicht wesentlich teurer. Die normale Moonswatch kostet derzeit 260 Euro. Und wenn ich richtig informiert bin, hat die Moonswatch Mission to Moonshine Gold einen Preis von 285 Euro gehabt. Also 25 Euro mehr. Also der Aufschlag ist nicht besonders groß. Aber der Aufwand, die haben ja nichts eigentlich, außer diese Zeiger, die vielleicht in der Herstellung 20 Cent mehr gekostet haben, ist die Uhr identisch mit dieser Uhr. Mhm. Das gleiche Gehäuse, das gleiche Armband, das gleiche Case, das fast identische Marketing. Das heißt, die haben es geschafft, mit so einer kleinen Limitierung, dass alle Welt und sogar wir heute wieder über Omega und über die Moonswatch reden. Also das Beste, was man aus Sicht einer Marke eigentlich tun kann, haben sie mit dieser Limitierung getan. Ob wir das als Kunde mögen oder nicht und ob wir bereit wären, dafür so viel Geld auszugeben, denn diese Uhren werden ja derzeit auf Internetplattformen zu unfassbar astronomischen Preisen angeboten, ne? Im vierstelligen Bereich, 1.000, 1.500, 2.000 Euro, teilweise über 3.000 Euro Angebotspreise. Ist das immer noch so jetzt auch fürs neue Modell? Ja gut, wenn du auf Chrono 24 guckst oder auf den gängigen Plattformen, da siehst du halt, das sind ja Angebotspreise, da wird ja keiner die Uhr dann zu dem Preis sehr wahrscheinlich kaufen. Ich glaube, da wäre es besser mal, wenn man unter Kleinanzeigen mal guckt, weil ich glaube, da eher die realistischeren Angebotspreise zu finden sind, als auf solchen Plattformen, also, wie ich jetzt gesagt hatte. Wenn ich so ein bisschen quer gucke, wie gesagt, ist auch für mich als Händler jetzt nicht unbedingt wirklich mein Beuteschema, aber wenn ich da so ein bisschen gucke in den Foren, die Foren werden in den letzten Wochen und Monaten relativ überschwemmt von Moonswatches, die dann auch für 200 Euro, 220 Euro, also dieser Hype der ersten Tage ist vorbei. Deswegen ist für mich auch immer die Frage, ich habe, wenn ich mich mit Kunden unterhalte, die mir eine Uhr verkaufen, dann kommt sehr häufig der Satz, der denn da heißt, ja Herr Strom, aber die steht doch bei Chrono24 dann für 2.800 Euro drin. Und da sage ich immer, ja klar, warten Sie 2 Minuten, dann schreibe ich 28.000 rein. Deswegen ist das halt immer eine Frage. Aber ich möchte auf was anderes kommen. Die Frage, ganz ernst gemeint, ist es nicht irgendwann überpaced? Ist es nicht jetzt schon, so habe ich ein bisschen das Gefühl, als ich mich eingelesen habe zu diesem Thema, ist es nicht jetzt schon so, dass im Gegensatz zu der ersten Charge, die rauskam, die dann also von vielen abgefeiert wurde, dass jetzt doch schon mindestens die Hälfte der Content Creator und der Fachleute dann sagen, ein bisschen überreizt. Weil ich finde auch, und ich möchte da eins anhängen, das, was wir vorhin gesagt haben, gerade mit den Stores mit Swatch und mit Omega.
Ich habe sehr viel gelesen, dass sich Menschen darüber beschwert haben vor einem Jahr, dass auf einmal die Swatch-Mitarbeiter komplett überfordert waren mit der Situation. Überfordert, unfreundlich, willkürlich Leute rausgesucht haben, die dann diese Uhren bekommen. Und das ist jetzt eine Geschichte, ich meine, wenn das in der Presse kommt, dass überfordert, willkürlich, unfreundlich, ist das wirklich so? Wie gesagt, ich kenne mich mit Marketing nicht aus, aber marketingmäßig ist das nicht so der absolute Kracher. Auf der anderen Seite weiß ich es auch von Omega-Konzessionären, die dann gesagt haben, bei mir klingelt das Telefon, die Leute fragen nach, wo ich denn meine Moonwatch abholen kann. Mhm. Weil die Menschen doch eine Dark Side of the Moon haben, die eine Moonwatch Professional haben, die alles Mögliche haben, die jetzt auf einmal drauf bestehen, dass sie aber das gesamte Set jetzt in ihrem Omega-Store bekommen. Was ja nicht der Fall war. Und natürlich ist es immer ein Unterschied, ob ich jetzt für die Marke begeistert bin und ob ich dann sage, Mensch, die Marke, das bringt unheimlich große Vorteile. Aber auf der anderen Seite vor Ort zieht dann auf einmal der Mitarbeiter den Kürzeren oder die Kunden des Omega-Stores sagen, ja, ich habe ja nichts gekriegt. Ja, das mag schon sein. Also es gibt viele Fragen, die man bei dieser Uhr stellen kann. Erstmal, ist das überhaupt eine richtige Uhr? Lohnt sich das und ist der Preis gerechtfertigt? Marketing ist ja immer Teil, oder Vertrieb ist ja auch Teil des Marketings. Absolut. Und der Erfolg gibt ihnen scheinbar recht. Also die Zahlen sind hervorragend. Es ist immer noch eine relativ hohe Nachfrage nach diesen Modellen da. Wenn du in einen Swatch-Store gehst, bekommst du nicht unbedingt die Uhr, die du haben möchtest. Mhm. Bei mir war es so, ich wollte die unbedingt mal selber in den Händen haben und deswegen war ja auch der Grund, warum ich mich damals bei Verkaufsstart vor diesen Store gestellt habe, bis ich gesehen habe, es gibt keine Chance, sich so eine Uhr zu kaufen, und bin dann aber danach immer mal wieder hingegangen in den Store und habe mit den Mitarbeitern, die du angesprochen hast, kurz geredet. Da hieß es dann, tut uns leid, wir haben keine Uhr da. Kommen Sie doch bitte ein bisschen später. War am nächsten Tag nochmal hingegangen, war später da, da hieß es, ja, Sie sind zu spät, Sie müssen ein bisschen früher da sein. Da habe ich gesagt, jetzt bin ich das dritte Mal bei Ihnen. Beim einen Mal sagen Sie mir, ich soll später kommen, beim anderen Mal, ich soll früher kommen. Sagen Sie mir, wann ich da sein soll, dann komme ich zur richtigen Zeit. Ja, das können wir nicht sagen. Ich bin schließlich selbstständig, ich kann mir die Zeit einteilen. Das kann kommen, wann Sie wollen. Kommt darauf an, wann der DHL-Bote kommt und die Uhren bringt. Ne? So, ich bin dann 4-5 Mal vorbeigegangen und habe es dann aufgegeben. Habe dann auch gesagt, für mich, ich lasse mich da auf Deutsch nicht für A, Punkt, Punkt, ja, sondern ich kauf mir die nicht. Meine erste Idee war eigentlich, ich hätte mir gerne so ein schönes Bild gemacht. Ja, also hinten so einen Bilderrahmen mit den verschiedenen Modellen, wie so eine Art Sparplan, und jeden Monat eine Uhr dazu, und hätte mir das aufgehängt. Nicht um sie zu tragen, sondern eher als Deko-Element. Ja. War so meine Idee. Und dann habe ich gesagt, Mensch, es gibt keine Möglichkeit, die zu kaufen. Das lässt du. Mhm. Und hab mich dann auch nicht drum gekümmert. Aber als mich ein Bekannter angerufen hat und gesagt hat, Mario, möchtest du eine haben zum Listenpreis? Habe ich sofort gesagt, ja. Und ich glaube, das wird auch ganz vielen anderen so gehen, selbst die vielleicht ein bisschen verärgert sind, weil sie nicht gut behandelt wurden, weil der Swatch-Mitarbeiter keine Uhr ihnen zur Verfügung stellen konnte oder vielleicht auch bewusst Modelle zurückgehalten hat. Darüber redet man ja auch, dass die bewusst gesagt haben, nee, wir gucken uns ein bisschen an, wer diese Swatch kaufen darf, ja, wir selektieren sogar. Das ist ja Rolex-Manier. Ja, also das sollten wir da eine Masterclass Moonwatch machen? Ja. Wir wissen es noch nicht genau. Siehst du, aber selbst bei Rolex ist es so, dass teilweise man dieses Gefühl hat als Käufer, man ist dort nicht unbedingt herzlich willkommen immer. Service hattest du mal eine Folge gebracht, ja. Genauso ist es bei Swatch, aber wenn das die Uhr angeboten wird für den Preis, dann sind, glaube ich, viele bereit, den auch sogar dafür auszugeben, weil es ist einfach eine geckige Uhr. Ich kategorisiere diese Uhr als Spaßuhr, als Fun-Uhr, die man mal so, ja, vielleicht mal anziehen kann. Ne? Ich habe es ja vorhin zum ersten Mal in Händen gehabt. Ist natürlich ein ganz, ganz interessantes Gefühl, wenn man vorher eine mechanische Uhr angelegt hat und dann kriegt man das Ding in die Finger, weil es ja eigentlich nichts wiegt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Uhr schon von der Idee als Swatch, finde ich die schon klasse. So wie sie sich anlehnt von der Optik, von alledem, vom gesamten System, ist wirklich eine gute Geschichte. Auch vom Preis her kann man gar nichts sagen. Und es soll ja jetzt dieses besondere Kunststoff sein und alles, was damit zu tun hat. Dieses, keine Ahnung was. Aber diese Uhr ist mir halt mit ihrer Pseudolimitierung, mit allen möglichen Dingen einfach
wirklich überhyped worden. Mhm. Das war mir eine Nummer zu viel. Und dann ist es irgendwann so, dass es halt gerade in der heutigen Zeit, in der doch jeder ein Smartphone hochhalten kann und der jeder irgendwas fotografieren kann, wie wäre die Situation gewesen, wenn jetzt urplötzlich vor einem Swatch-Store, wenn es da zu einer Prügelei kommt, wenn irgendjemand wirklich die Nerven durchgehen und der Mitarbeiter kommt raus oder eine nette Dame und da fängt eine Prüllerei an. 15 Leute hätten mit dem Smartphone draufgehalten. Es wäre etwas provoziert worden, was man nachher überhaupt nicht mehr einfängt, inklusive noch bestimmter böser Worte, die dann da kommen. Und sowas kann auch sehr, sehr schnell komplett nach hinten losgehen. Hier ist es so, wie du gerade mit den Zahlen gesagt hast, absolut gut gegangen. Und als Sommeruhr, jetzt nicht gerade die, die ist ein bisschen sehr nah. Wir können ja mal komplett den Vergleich zeigen. Die ist dann doch schon sehr nah. Es gibt einen Unterschied am Original dran. Genau, das ist so ein bisschen die Totalisatoren, ja, klar, sind die dort sind ein bisschen weiter anders. Auseinander. Die sind natürlich sonst, anders. Ja. Es ist auch nicht die wie hier die Tricompax-Anordnung, sondern die sind natürlich nach oben gerutscht. Bei 6 Uhr ist es eher wie bei der Reduced, aber ansonsten ist das natürlich auch mit den bunten Uhren, ist das eine schöne Geschichte. Mhm. Aber mir ein bisschen, gerade wenn es dann, und das ist ja auch ein Thema, auf was wir gleich noch kommen wollen, mit der Limitierung und mit dem Zurückhalten und Tun und Machen, ist es das jetzt wirklich? Ich bin auf die Verkaufszahlen gespannt, jetzt der neuen Uhr und was da so hängen bleibt. Ich lese mich da ja auch ein bisschen ein. Du, das sehe ich rein, als reines Marketing-Instrument. Also das, was gemacht wurde, war nur, um die Marke Swatch und um die Marke Omega wieder in den Fokus zurück. Okay. Und das für mich einen absolut geringen Geldeinsatz. Hm. Weil es war von der Produktion wirklich nur die Zeiger, die werden eingesetzt und absolut. Die werden teuer verkauft. Und ich glaube, der erste Hype, der entstanden ist, als die Leute vor den Geschäften standen, das war ja gar nicht geplant. Also selbst, glaube ich, Swatch, Omega war ein bisschen davon überrascht, dass eine so große Nachfrage da war, dass die Leute vor den Läden kampiert haben. Ich glaube nicht, dass sie das in der Form so gedacht hätten, dass das so erfolgreich wird. Also ich werfe den großen Herstellern vieles vor, aber gerade die Familie Hayek mit dem Swatch-Konzern, zu denen ja viele, viele, viele Marken gehören und mit dem Hintergrundwissen, was man da hat, gerade jetzt bei Hayek Junior, da glaube ich nicht, dass da irgendwas gelaufen ist, was so nicht geplant war. Mhm. Sondern da hat einen natürlich an der einen oder anderen Ecke die Realität eingeholt. Und wahrscheinlich das, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte Herrn Hayek auch nicht vorwerfen, dass er da wirklich die Kunden verdummt hat, indem dass er anfangs sagte, es wird limitiert, es wird nachher online zu haben sein. Und ihr kriegt es dann absolut zu diesem Preis. Sondern es ist ihnen dann schon irgendwo aus dem Ruder gelaufen und es ist ein bisschen schräg geworden. Aber damit muss man immer rechnen. Könnte natürlich sein, dass jetzt das ein oder andere Sondermodell noch zusätzlich kommt. Ne? Da werden wir mal gucken. Also mit diesem diese Mission to Moonshine Gold, das ist eine lustige Uhr, aber ganz ehrlich, dafür würde ich mich jetzt nirgendwo in die Schlange stellen. Und ich glaube auch, dass man das nicht überreizen darf. Also wenn es das dritte oder vierte oder fünfte Sondermodell innerhalb sehr kurzer Zeit kommt, kann sich das auch schnell abnutzen. Ja. Zum Thema Sondermodelle und Limited hatten wir ja auch kurz auch drüber gesprochen. Genau. Ich glaube, das ist auch, das ist ein zweischneidiges Schwert. Du bist ja, glaube ich, kein Fan von Limitierung von Uhren oder Sondermodellen, weil es ja teilweise auch negative Aspekte hat. Du bist ja auch Händler. Also ich bin, nein, Fan oder nicht Fan sei dahingestellt. Ich will es immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Es gibt natürlich tolle Limitierungen, gerade auch aus dem Hause Omega, wenn ich da einblenden darf, eine meiner absoluten Lieblingsuhren, und zwar die Snoopy-Modelle. Es gibt ja in der Zwischenzeit 3 Stück. Und wenn man bedenkt, dass diese Uhr, und ich glaube, die Snoopy-Modelle alle so um die 5.000 bis 6.000 Euro Listenpreis, und die letzte, die 50 Jahre, die liegt im Moment bei um die 25. Und die vorletzte, die Silver Snoopy, auch eine Uhr, die für 5.300 über den Tisch gegangen ist, 2 Wochen später bei um die 15 lag und in der Zwischenzeit immer noch mit 45 gehandelt wird, obwohl diese Limitierung, das sind, ich glaube, 5.000 Stück. Mhm. Irgendwas in der Kante, das ist ja jetzt nichts streng Limitiertes. Wir reden hier nicht von Patek, die dann Sondermodell rausbringen, 5 Stück oder 10 Stück, einfach weil es eine Grand Complication ist, weil man gar nicht mehr herstellen kann. Da ist das natürlich eine tolle Sache und da funktioniert das auch. Und da ist natürlich auch für Omega selbst, also ja auch Teil des Watch-Konzerns, ist das natürlich eine tolle Geschichte. Aber generell, es gibt ja auch die Beispiele, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, oder ich zeige es gerade, wenn es uns jetzt auch noch mal ein bisschen auseinanderrückt. Aber was man hier sieht,
und dank an Watchbase, dass ich das Bild benutzen kann, sind die sogenannten limitierten Boutique Edition von Panerai. Und man sieht hier, das sind alles ist immer eine und dieselbe Uhr, aber es sind unterschiedliche Deckel, die halt nur graviert werden, alle zentral. Und dann darf es jede Panerai-Boutique darf dann das verkaufen und sagen, das ist eine limitierte Edition von Panerai und die gibt es nur bei uns. Ja, weil es nur 200 Stück mit Vienna hinten drauf gibt oder mit, keine Ahnung was, Websweiler, Biegelsbrück, dort, wo halt die großen Panerai-Boutiquen sind. Da wird es dann schon ein bisschen komisch. Und das Letzte, was ich sagen möchte dazu, auch als Beispiel, was ich auch in meinem Video gebracht habe, es wird natürlich sehr, sehr oft von Limitierungen gesprochen, limitiert auf 200 Stück, weil gerade die kleinen Hersteller von vornherein wissen, dass sie sowieso viel Mühe und Not aufbringen müssen, überhaupt 200 produzieren zu können. Es gibt auch viele kleine Hersteller, die sagen, wir machen eine Limitierung von 100, weil sie gar nicht häufiger an das Werk drankommen, was sie fremd einkaufen müssen, wenn sie keine Manufaktur haben. Also diese Limited Edition ist ein sehr sehr, sehr dehnbarer Begriff und auch, es gibt teilweise Limited Editions. Ich bin ja ein Fan der Marke Seiko und die Seiko 5 Serie ist ja eine sehr günstige Uhr, die übrigens auch eine Alternative wäre, wenn man sagt, ich möchte halt keine günstige Bioceramic Plastikuhr an meinem Handgelenk tragen, dann gehe ich vielleicht eher zu einer Seiko 5, da habe ich eine mechanische Uhr im gleichen Preissegment, da habe ich eine Alternative und da kann man auch der Sammelleidenschaft frönen, weil dort regelmäßig Limited Editions herausgebracht werden. Und da die vom Preis her nicht so hoch sind, kann man seiner Sammelleidenschaft da nachgehen. Das geht halt bei einer Panerai, wenn ich den Deckel hinten nur ändere. Eher nicht. Dann entscheide ich mich dann für eine Edition oder kaufe die in dem Laden mit dem eigenen Konterfei. Da hat das zeugt auf mich nicht den Reiz. Ich muss jetzt jeden Panerai-Deckel haben, damit ich mich glücklich fühle. Es gibt die Menschen, die das anscheinend machen, aber es gibt auch Menschen, wie ich mal gelesen habe, die eine Rolex Submariner sammeln und zwar mit jedem Ländercode. Und das sind ja dann auch richtig, richtig viele, wenn ich dann Ländercode Timbuktu irgendwann haben will. Gesammelt wird alles. Gesammelt wird absolut alles. Ich finde es halt schön, wenn sie sich optisch unterscheidet. Also wenn ich eine Uhr habe, die limitiert ist, aber selbst da gibt es Modelle, die gut funktionieren. Also Limitierung gibt es ja so den Vorwurf manchmal, wer eine limitierte Uhr kauft, der kann auch Pech haben und deutlich sich in die Nesseln setzen und weniger Geld bekommen, als er bezahlt hat. Und das ist genau ein Punkt, um den nochmal ganz deutlich anzusprechen. Limitierungen werden oft dazu missbraucht, auch von den Herstellern einfach mit diesem Image zu wuchern, zu sagen, pass auf, das Ding ist limitiert und wenn du die besitzt, wird sie nachher mehr wert. Und das, was du vorhin gesagt hast, ich als Händler habe sehr oft sehr enttäuschte Menschen am Telefon, gerade bei Panerai oder anderen, dass ich dann höre, Mensch, Herr Strom, aber das ist eine Boutique-Edition von Panerai. Mhm. Die gab es wirklich nur 200 Mal und das ist die Boutique in Bologna. Und dann sage ich, und trotzdem ist die Uhr hässlich. So, trotzdem ist die Uhr hässlich und niemand möchte sie haben. Mhm. Auch ob aus Bologna oder sonst irgendwoher, das ist halt nicht das Ding. Diese Limitierung einzusetzen, um das immer dem unbedarften Sammler irgendwie hinzubiegen und zu sagen, hui, das wird aber. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Je nachdem, wenn ich ein Modell habe, was begehrt ist, hat es die Chance, im Preis zu steigen. Genau. Ich habe hier mal ein Exemplar mitgebracht von Seiko. Das sind die Modelle, die ich selber kaufe. Das hier ist ein Modell, was letztes Jahr herausgekommen ist. Und zwar ist das die Kusuke Kawamura. Ein Modell, was nur 500 Mal weltweit hergestellt wurde. Und wer weiß, wie viel Seiko verkauft, der weiß auch, dass 500 Stück eigentlich nichts ist für Seiko-Verhältnisse. Hm. Nach Deutschland sind circa 10 Uhren gekommen. Okay. Und ich hätte das Glück gehabt, eine zu bekommen. Die Uhr war vom Verkaufspreis damals bei 500 Euro. Es gab noch ein NATO-Band, was mit dazu geliefert wurde. Die haben immer ganz spezielle Boxen. Und das ist ein Collage-Künstler aus Japan, der schon für viele große Uhren, für viele große Marken gearbeitet hat. Ich glaube, der hat mit Puma zusammengearbeitet. Wirklich tolles Blatt. Der hat mit Adidas zusammengearbeitet. Der hat mal eine Serie für die G-Shock entworfen. Und da sind verschiedene Uhrendesigns aus
ikonischen Seiko-Modellen zusammengebracht worden. Also deswegen der Begriff Collage-Künstler. Das Zifferblatt ist von der Time Sonar und die Lünette ist von der Rally Sports 5 aus dem Jahr 1969. Und diese Uhr war so beliebt, dass sie sofort ausverkauft war und die Angebotspreise derzeit beim 3- bis 4-fachen des Preises liegen von dem, was du bezahlt hast. Das ist ein sehr positives Beispiel dafür. Es funktionieren kann. Ne? Zwischenfrage. Wurde das dann in dieser Art und Weise auch nur vergleichbar oder macht das Seiko ähnlich wie jetzt der Swatch-Konzern nur vergleichbar ausgeschlachtet marketingmäßig in der Öffentlichkeit oder ist das jetzt so insidermäßig, ist die Seiko-Sammel-Community so wach, dass die ganz genau wissen, ich habe gehört, da kommen jetzt 200 raus, 500.000 und dann ist das Ding schon bestellt. Also in der Regel hast du in Deutschland halt Bezugsquellen, offizielle Seiko-Boutiquen. In Frankfurt, Hamburg gibt es 2 in Deutschland derzeit und die veröffentlichen auf einer Seite im Vorverkauf und sagen, da kommt das Modell, das wird ein bisschen angepriesen und dann kannst du dich kannst du vorbestellen und einen gewissen Betrag zahlen. Und dann gibt es natürlich noch andere Seiko-Händler, die dann vielleicht auch mal ein Modell bekommen. Und das spricht sich rum, aber es wird nicht so marketingmäßig ausgeschlachtet, wie es bei anderen Marken der Fall ist, sondern ich habe das Gefühl, das wird eingestellt, man spricht ein bisschen drüber, dann gibt es einige Influencer, die drüber sprechen und dann ist das Modell beliebt oder nicht und dann kannst du sehen, wie viele Stück aufgelegt werden. Hier waren es 500. Mhm. Ich habe mich dann sehr, sehr früh bei meiner Seiko-Boutique des Vertrauens gemeldet, habe gesagt, ich hätte gerne eine und hatte dann das Glück, dass ich einer der Ersten war, weil ich das sofort gemacht habe und habe dann eine bekommen. Ne? Aber es gibt auch negative Beispiele. Aber ist es dann nicht das, was Seiko macht, das bessere Marketing langfristiger zu sagen, wir binden die Sammler so extrem an uns, weil ich muss sagen, ich habe ja natürlich auch im Vorfeld, ich möchte jetzt mal zeigen, eine wunderbare Swatch, eine Swatch-Automatik. Diese Uhr habe ich nochmal ausgekramt aus meinem Uhrenkästlein. Die habe ich vor ungefähr, 30 Jahren, also mit 9 Jahren habe ich diese Uhr gekauft. Und war immer, man sieht so schön am Plastik, das ist noch kein Bio-Ceramic oder wie das heißt. Damals gab es noch die Swatch-Stores und man ging rein, gerade im Urlaub, überall gab es dann diese Stores in jeder großen Straße. Man ging rein, sah ganz viele Modelle. Es war in diese Uhren zu sammeln, zu kaufen, weil sie halt damals nur, was weiß ich, von 60 Mark, 70 Mark, vielleicht auch mal bis hin, wenn es eine Automatik war, 100 Mark oder 150 Mark für Sondermodelle. Also damals, glaube ich, hat dieses Swatch-Marketing des Sammelns, Gucken, Machen sehr gut funktioniert. In den letzten 10 Jahren habe ich davon gar nichts mehr gehört, außer dass ich halt sehe, wenn ganze Swatch-Sammlungen auf irgendwelchen Plattformen angeboten werden, für 235 Euro gibt es dann da 1200 Swatch-Uhren, die mal für 80.000 D-Mark irgendwo angekauft wurden. Ist es dann nicht vielleicht doch das bessere Marketing zu sagen, ich binde, wie Seiko das ja ganz hervorragend macht, die Klientel sehr langfristig an mich und dann kann ich es halt wunderbar verteilen, mach nicht den großen Aufriss, mach nicht den großen Aufwand und. Ja, das ist vielleicht der bessere Ansatz. Vielleicht versucht man ja gerade mit der Moonswatch wieder diesen Weg zu gehen. Was mir da halt dann nicht gefällt, ist der Habitus, der Verkäufer oder vielleicht die unbewusste oder die künstliche Verknappung. Zumindest habe ich den Eindruck, als wäre das die Geschichte, die das die Uhr noch attraktiver machen soll. Ja, da finde ich auch, ist Seiko da, glaube ich, ehrlicher oder jede andere Marke, die im günstigen Segment Uhren produziert, die Sammler anspricht. Bei Seiko, da kenne ich mich halt ein bisschen besser aus, die bringen halt relativ viele Uhren und auch vom Preis her sind die ja, wenn die Uhr, die hat jetzt 500 Euro gekostet. Das ist jetzt nicht 5.000 oder 10.000 Euro. Das heißt, davon kann man sich öfter mal auch eine Uhr besorgen und hinlegen. Aber es gibt manchmal auch Aktionen, wo man sagt, das ist nicht immer ganz so optimal. Und als Beispiel habe ich euch mal diese Uhr mitgebracht, auch von Seiko. Und zwar ist das hier die Brian May. Auch eine limitierte Uhr. Das ist der Bruder von Reinhard May. Genau, der deutsche Reinhard. Brian May ist der Gitarrist der Band Queen. Wie mir das gerade so eingefallen ist. Hammer. Ja, also der Gitarrist der Band Queen. Und weil diese Uhr ist schon die zweite Limited Edition, die Seiko mit Brian May zusammen macht. Weil Brian May ein großer, bekannter Fan ist, ne? Ja, der ist ein großer Seiko-Fan, trägt auch selbst Seiko-Uhren bei seinen Konzerten und auch seine eigene Uhr natürlich jetzt. Und ich finde die optisch sehr gut gemacht. Du hast sie noch nicht gesehen, aber ich finde dieser allein die Verpackung. Wir gucken mal nochmal von oben rein. Ich halte sie mal gerade hin. Ja. Dann kannst du
Allein die Verpackung dazu ist schön gemacht. Ja? Diese Uhr wurde ursprünglich mal aufgelegt als erste limitierte mit einem silbernen, edelstahlfarbenen Case. Und jetzt hat man noch mal eine gebracht mit einem goldfarbenen Case. Diese Münze ist der Lucky Sixpence, mit dem Brian May wohl früher seine Gitarre bespielt hatte. Und das Zifferblatt ist in der Form und in der Farbe seiner Gitarre gebaut. Ja? Und auch dieses NATO-Strap und die NATO-Straps von Seiko, die sind wirklich sehr, sehr gut, die sind ganz toll gemacht, sind die 6 Saiten der Gitarre. Ja, also wirklich gut durchdacht, schön gemacht. Wo ist das Buch? Welches Buch? Da, wo das genau alles drinsteht, die gesamte Erklärung. Ja, guckst du meine Videos, kannst du gerne angucken. Ich habe darüber ein Review gemacht. Dann da kannst du eine Menge lernen. Aber hier, Limitierung bei dieser Uhr, 12.500 Stück. Ja, ja. 12, lass dich doch dazu sehr erzählen. sehr streng limitiert. Wir hatten vorhin über Hanhard gesprochen. Mhm. Hanhard produziert im Jahr, das ist 2.000 Uhren sein, wenn überhaupt, also das Fünffache der Jahresproduktion, vielleicht Sechsfache der Jahresproduktion anderer Uhrenhersteller allein in einer limitierten Version. Okay. Und die wurde auch deshalb, auch glaube ich aufgrund der speziellen Farbgestaltung, das Gold und das Rot ist nicht so jedermanns Sache, wurde die auch nicht so gut verkauft. Das heißt, diese Uhr, die gibt es vereinzelt immer noch. Die kostete? Die kostete, das war auch das Problem, ich glaube 650 Euro, also deutlich teurer als normale Limited Editions, die Seiko sonst anbietet. Okay. Also Preisaufschlag, gut, der Name Brian May steckt hier mit drin. Die Verpackung ist ein bisschen aufwendiger. Und aber in der großen Stückzahl, das ist für mich, ich mag sie, deswegen habe ich sie gekauft. Mhm. Habe sie zwar noch nie getragen, aber ich finde sie trotzdem gut. Aber das wäre für mich jetzt kein Objekt, wo ich sage, da wird hier eine große Wertsteigerung erfolgen. Das glaube ich halt nicht bei der Auflage. Man wird sehen. Ich meine, man muss ja sowieso immer unterscheiden. Unser beider Credo ist, glaube ich, dass man sich Uhren kaufen soll, weil einem diese Uhr gefällt. Und weil man sie gerne tragen möchte. Und so ein Sammlerstück, ich kenne ja ganz, ganz viele Sammlerstücke, die sogenannten Safe Queens, die dann irgendwann im Safe landen und hoffentlich dann irgendwann mal bei mir in meinen Händen, weil der Kunde kommt und sagt, ich kann sie echt nicht mehr sehen. Mhm. Ich habe sie nie getragen. Ich habe gedacht, es wäre ein Sammlerstück. Was übrigens sehr, sehr häufig passiert, dass Menschen richtig stinkig sind. Ein schönes Beispiel habe ich auch schon mehr als einmal gebracht, Porsche Design. Die ja auch sehr tolle, sehr aufwendige, sehr designlastige Uhren in limitierten Auflagen dann passend zu einem bestimmten Auto auf den Markt bringen und die dann von vornherein sagen, sogar teilweise wirklich zu den Mitarbeitern, kauft euch diese Uhr, die ist streng limitiert, ihr könnt sozusagen Subskription schon mal ein bisschen günstiger, anstatt 12 kostet ihr dann nur 9 und wir reden hier von K, also von 1000 und dann ist nachher, weil die ja limitiert und, dann kriege ich diese Uhr angeboten und sage, okay, steigen wir mal ein, nagelneu ungetragen bei 4,5, weil ich kann sie vielleicht für 4.700 Euro verkaufen, dass dann mein Gegenüber anfängt zu weinen und zu sagen, das kann aber nicht sein. Man hat mir ganz klar gesagt, dies und das und jenes. Das ist, finde ich, falsch. Also ich finde es falsch, wenn man als Verkäufer suggeriert, es ist verwerflich, wenn man als Verkäufer suggeriert, dass du mit limitierten Modellen immer ein Geschäft machst, weil sie dann höher nachgefragt sind, weil sie begrenzt sind aufgrund ihrer Stückzahl. Das glaube ich nicht. Aber genauso falsch finde ich es auch, zu sagen, jede Limitierung ist schlecht. Es gibt ja welche, die sagen, ich kaufe keine limitierten Uhren, weil damit verbrennt man nur Geld. Genau mit der Argumentation, die du sagst. Es gibt halt Beispiele, da ist das halt nicht der Fall. Und mit dieser Argumentation dürfte ich ja auch gar keine... wir sagen ja in unserer Bubble eigentlich, wir lieben die Uhr. Und wir sind Enthusiasten. Und wir kaufen uns eine Uhr, weil sie uns gefällt. Und wir wollen auf jeden Fall diesen Investitionsaspekt immer... nicht ansprechen, ne? Weil das und immer das gehört, wird er trotzdem angesprochen. Nicht. Und es trotz allem, bei Limitierung reden wir trotzdem drüber. Genau, ne? Genau. Entweder in einer Richtung oder in einer anderen Richtung. Genau. Aber ein schönes Beispiel habe ich nochmal mitgebracht für eine Uhr, die limitiert wurde, weil es, glaube ich, von der Zielgruppe halt eher... Guck mal, du erzählst was, ich zeig was. Das ist eine Jema Superman. Und zwar hältst du sie verkehrt rum, weil die Krone muss nämlich auf die andere Seite. Ah, so rum hält das man ist, sie. Ja. Die Krone ist hier an der Seite links. Das ist die Jema Superman Destro. Oh, passt zu mir. Auf 250 Stück limitiert. Ja, weil ich glaube, die Zielgruppe für eine Uhr mit Krone auf links
gerade von Jima eher begrenzt ist. Und die hätte ich jetzt gerade bei mir im Review gehabt. Erzähl noch, was das ist, weil da habe ich vorhin auch dran rumgespielt. Das fand ich sehr spannend. Also Jima ist ja eine ganz alte französische Marke aus dem Jahr 1948. Und wenn man eine Uhr kennen muss, dann ist es die Superman, die man hier sieht. Und das ist ein Kronenschloss. Eine Kronenverriegelung. Das heißt, um die Lünette zu verstellen, Lünettenverriegelung, ein Lünettenschloss. An der Krone. An der Krone, die halt geöffnet wird. Ja. Dann kann man halt diesen Bügel ein bisschen nach hinten ziehen und dann kann man die Lünette drehen. Und wenn ich das wieder verschließe, muss ich die Krone wieder verschrauben und kann dann halt die Lünette wirklich fixieren, da passiert nichts. Okay. Also wirklich eigentlich für den Einsatz im professionellen Tauchbereich konzipiert. Da ist die Uhr falsch rum. Ich weiß, so ist richtig, ne? Für dich zumindest. Ja, das ist auch für unser Publikum ganz interessant, wenn wir uns so die Uhr angucken. Ja. Aber du hast ja schon eine Kamera gezeigt. Also hier ist, glaube ich, eine Limitierung auf 250 Stück, okay, weil einfach die Zielgruppe, die Käuferschicht hier, glaube ich, gar nicht so groß ist. Okay. Ja, und dann wäre das fatal zu sagen, oh, ich habe eine limitierte Jema mit der Krone auf der falschen Seite. Für mich wäre es unpraktisch, weil ich trage meine Uhr auf der linken Seite. Und Destro, jetzt frage ich dich mal, du bist so ein alter Sprachexperte. Ja, kleines Latinum, großer Franziskus. Ja. Destro kommt aus dem Italienischen destra und bedeutet rechts. Was hat das mit der Uhr zu tun, die Krone auf der linken Seite hat? Nein, man trägt sie rechts. Richtig, genau. Weil es bedeutet räumlich rechts. Ach so, es war jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, ja, bei der du mich eigentlich nur blamieren wolltest. Ja, genau. Hast du aber gut gemacht. Also so viel zum Thema Limitierung. Es gibt Modelle, da funktioniert sehr gut. Jema stark ist, nachgefragt. Das war die Marke mit Jema Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Oder von Mickey Krause. Genau. Das ist eine Limited Mickey Krause Edition. Dafür gibt es wieder Geld in die Tasse. Also die Uhrenmarke ist wirklich die kann man sich wirklich mal anschauen. Die ist alt. Superman. Ich hatte als Vintage-Sammler damals auch ein, zwei Jema gehabt. Also sehr spannend. Ist das aber keine Microbrand, oder? Das könnte man fast noch als Microbrand klassifizieren. Ich weiß nicht, wie viel Stück die verkaufen. Oh, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich auch 15 Mal selbst verkauft worden im Laufe der letzten 100 Jahre. Mhm. Hier natürlich unbezahlte Werbung, aber blendest du sowieso ein, ne? Weil die wurde mir kostenfrei. Du hältst die Uhr falsch rum. Die Uhr wurde mir kostenfrei für dieses Review zur Verfügung gestellt, was ich nicht auf meinem Kanal gemacht habe. Nicht von dir mal direkt selbst. Aber es gibt auch verschiedene Größen. Es gibt eine 41 mm, eine 39 mm. Ich finde die sehr schön, hat aber nur einen Nachteil, und zwar ist das Armband. Das Armband ist wirklich furchtbar. Ja. Man hört es auch ein bisschen. Das ist immer das Tolle bei Armbändern. Es gibt ja bei Rolex so ein bisschen das Klapperband. Es ist auch sehr scharf und es ist so ein bisschen, wir haben bald keine Haare mehr am Handgelenk-Armband. Das geht eigentlich. Also ziehen tut es nicht so sehr. Aber was mir an der Uhr noch nicht gefällt, ist, das Armband ist relativ leicht, sehr dünn gearbeitet. Und die Uhr ist relativ kopflastig. Ja, sieht man auch. Das passt eigentlich vom Gewicht her nicht wirklich zusammen. Ich hätte mir hier ein etwas stärkeres Armband gewünscht. Aber man wollte halt diesen Vintage-Retro-Charme aufgreifen, der 60er, 70er Jahre. Was kostet sowas? Die kostet 1249 Euro. Ist also kein Schnäppchen, ne? Aber 500 Meter wasserdicht. Also die Technik an sich ist gut. Die haben Inhouse-Kaliber. Also die machen das Uhrwerk selbst. Das Jema 2000, 42 Stunden Gangreserve. Wirklich in-house oder auf Basis von? Ich habe da nichts drüber herausfinden können. Ja, dann schweigt man immer so sehr gerne, weil ganz viele, die Zuschauer mögen es, die Fachleute mögen es wissen, ja, ganz viele Manufakturkaliber oder hauseigene Kaliber, die jeder kann ja ein Kaliber nennen, wie er will. Was weiß ich, bei Alexander Schorokow fangen alle Kaliber mit AS an oder keine Ahnung was. Und auch, wenn man dann genau hinguckt, bei sehr tollen und sehr teuren IWC-Uhren, bei einigen Fliegeruhren ist letztendlich nur ein modifiziertes 7715 drin, 50 drin, was ich übrigens für eines der besten Werke weltweit überhaupt halte, das 7750. Deswegen vielleicht Manufaktur gegen Standardkaliber, mal so ein Thema, könnten wir auch mal machen, mache ich dann mit jemand, der sich auch mit der Technik auskennt. Genau, ja. Also dann dürften wir beide dann nicht hier sitzen. Nein, das kaufen wir fremd ein. Nee, aber über das Uhrwerk kriegt man wirklich sehr wenig raus. Ich hab versucht, einen Trick anzuwenden. Ich habe aber noch keine Info bekommen. Ich wollte nur mal den Hebewinkel des Uhrwerks wissen. Weil wenn du eine Zeitwaage hast, musst du den Liftengel ja einstellen, damit du die Zeitwaage richtig bedienen kannst. Ne? Den brauchst du dafür. Und dann kann man vielleicht Rückschlüsse drauf. Genau, das muss man schließen. Machen. Ja, mach ich auch immer. Genau, ja.
Da habe ich noch kein Video dazu gemacht. Den Liftengel. Ja. Also, ich glaube, durch diese Limitierung hat Vor- und Nachteile. Ich bin ein Fan von Limitierung. Ich mag es ganz gerne, weil mich das gerade bei Seiko diese Sammelleidenschaft so ein bisschen packt. Aber das heißt nicht, dass ich... Die hast du noch gar nicht gezeigt. Die habe ich noch gar nicht gezeigt. Nee, das ist auch eine limitierte. Das ist eine Ultra 7, heißt die von... Warte, jetzt schalte ich mal um. Auf die 2 hast du gesagt, muss ich da drücken. Ne? Guck mal hier. Das ist die... Falsch rum. Ultra 7, so rum. So richtig, ne? Ja. So. Yeah. So, die ist auch limitiert, wurde auch stark nachgefragt. Auch da gab es ein schönes Review auf meinem Kanal. Das ist eine japanische, wie sagt man dazu, Serie gewesen, so eine Zeichentrickserie, die in den 60er, 70er Jahren herauskam. Die Ultra Sevens, da gab es wohl verschiedene Charaktere, die immer so in Grau gekleidet waren, teilweise mit so einem roten Helm. Ich habe die Serie nie gesehen. Da gibt es auf YouTube ein paar Folgen. Ich habe da mal eine versucht zu gucken, da kann man sie nicht angucken. Ne? Also ja, es ist wie die Ultraman. Also wie gesagt, auch das haben wir ja nochmal als Beispiel dafür, was wirklich extrem funktioniert. Mhm. Aber auch mit sehr viel Schiss drumherum, sage ich mal so, ist neben der Snoopy, ist natürlich bei Omega die gesamte, wie heißt sie, die Speedy Tuesday, ja, die limitierten Versionen. Aber ich glaube, das ebbt in der Zwischenzeit auch nochmal ab. Mhm. Das gab es dann nur in Kooperationen mit und. Ja, Kooperationen sind sowieso so ein Thema. Kooperationen jetzt Brian May. Ganz, ganz bekannter Name, aber ob es das wirklich bringt, ich habe da ja auch noch was zum Thema Kooperation und eine Uhr, die ich auch schon ein-, zweimal hier gezeigt habe. Und zwar, das ist die Breitling Bentley, eine der, es gibt eine sehr lange, in der Zwischenzeit nicht mehr, eine sehr lange Geschichte der Kooperation von Bentley und Breitling. Und das ist von vielen hässlichen Uhren, die dabei rauskamen, vollkommen überkandidelte Uhren mit riesigen Lünetten, geriffelten Lünetten, ist das hier noch mit die schönste. Deswegen habe ich sie auch irgendwann mal für einen Shop geholt. Aber auch das ist so ein Beispiel, die Uhren waren nie wirklich erfolgreich. Sie haben viele Modelle bei den Sammlern immer so, da gehe ich drumherum. Das mag ich nicht. Oder bei einer meiner Lieblingsuhren, wenn wir bei Kooperationen sind, die nicht immer so besonders gut funktionieren, zum Beispiel bei Tudor, bei den alten Tudor, bei den Tudor Prince Date, die Small Block Geschichte, tolle, tolle Uhren, in der Zwischenzeit Neo Vintage, absolute Sammlerstücke. Eigentlich jede Version funktioniert richtig gut, außer die Kooperation, auf der Tiger draufsteht mit Tiger Woods, weil das einfach hässlich gemacht ist. Da steht auf einer schönen Uhr, mittendrin steht dann über oder unterhalb eines Totalisators steht dann einfach nur Tiger. Tiger! Und alle fragen sich, was ist das für eine Tiger-Uhr? Ja. Und dann ist eine Kooperation mit Tiger Woods. Und der Witz ist, wenn solche Uhren gehandelt werden für um die 5 als Sammlerstück, kriege ich eine Tiger für 3,5. Also es ist wirklich auch so, dass ich das bei Sammlern in bare Münze leider auch mal negativ umschlägt, dass man sagt, ach, ich habe immer gedacht, das sind so begehrte Dinge und das ist dann doch noch auch eine tolle Kooperation, nochmal eine Sonderedition und die schlägt dann halt rein, dass man sagt, nee, das war's. Ja, also man muss dann wirklich Fan sein, glaube ich, von Tiger Woods und sagen, ich bin selbst Golfer und das ist mein großes Idol-Vorbild, ich will unbedingt diese Uhr tragen, das wäre vielleicht ein Grund oder sie gefällt dir optisch. Also ich glaube, aus den beiden Gründen kann es sein. Ich glaube, auch bei diesen Uhren, bei den Brian May Modellen, sind auch ganz viele Queen-Fans natürlich dabei, die gesagt haben, ich möchte die Uhr tragen, die der Gitarrist meines Herzens halt trägt. Ne? Absolut. Aber du kennst doch die Rolex Dominus Pizza Edition. Ja. Findest du die schön? Nein. Nein, finde ich auch furchtbar. Also ich mag die gar nicht, aber trotz allem sehr begehrtes Sammlerobjekt. Da ist dieses Thema, man kauft es scheinbar, weil... Man kauft es scheinbar, weil es sammelwürdig ist. Ja, also wir könnten uns jetzt generell drüber unterhalten, aber ganz anderes Thema, ob eine Rolex Submariner an sich schön ist, was sie nicht ist. Sie hat hässliche Zeiger, der Mercedes-Zeiger und steinigt ihn, ja, zieht über ihn her. Ist aber einfach mal so, für jemand, der aus dem Grafikgewerbe kommt, wie ich, muss ich sagen, nee, designmäßig ist das nicht der Hammer. Diese Domino's Pizza, es kommt halt daher und es ist heute noch eigentlich bei allen Marken so, wenn ich jetzt zu Rolex gehe oder wenn ich zu Omega gehe oder wo auch immer und sage, bitte bau mir mal 1000 Speedmaster, auf denen dann mein Name auf dem Zifferblatt steht, dann werden die das tun.
Das ist überhaupt gar kein Problem. Das gibt es auch bei allen deutschen Kleinserien, dass ich das dann entweder hinten auf dem Deckel eine Gravur finde oder vielleicht auf dem Zifferblatt verewigt bin, dass das natürlich teilweise sehr hässlich ist und fast nicht wiederverkäuflich, ist genauso wie die kleinste aller Limitierungen, dass ich sage, bitte gravier mir mal hinten auf den Deckel meine Initialen ein. Da kann ich auch sagen, ist eine Limitierung auf ein Stück, aber wenn ich dann nachher da ZY, weil ich Zacharias Yesterday heiße, findet da mal jemand, der das Ding dann nochmal anzieht. Aber der wird wahrscheinlich glücklich sein. Hallo an alle Familien Yesterday. Könnt ihr da mal gucken, ich habe keine davon. Also für mich bedeutet Limitierung eigentlich, also ich kaufe limitierte Modelle, wenn sie mir selbst gefallen. Mhm. Nur dann kaufe ich sie. Mhm. Also nur weil es eine Limitierung ist, würde eine Uhr nicht in meine Sammlung kommen. Mhm. Und da habe ich so spezielle Kriterien. Bei Seiko bleiben, bei mir ist halt so, wenn die müssen die Indizes, die sollten sich von den normalen Seiko 5s unterscheiden. Die normalen sind in der Regel rund. Ja. Hier sind sie halt eher gestrichförmig. Das ist für mich so ein Indiz. Aber sonst würde auch mein Ratschlag an alle anderen. Kauft euch die Uhren, die ihr mögt. Und wenn ihr sowieso den Wiederverkauf nicht plant, dann ist es ja wurscht, ob die Uhr dann nachher vielleicht 20% unterhalb einer anderen vergleichbaren Uhr liegt oder 20% drüber, das spielt dann keine Rolle. Oder kauft euch eine Limitierung, die euch nicht so besonders gut gefällt und bei der ihr nachher sagt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich die 30% oder 40% unter dem aktuellen Marktpreis an einen Gebrauchtuhrenhändler meines Vertrauens verkaufe. Jetzt müsst ihr unten meinen Namen reinlaufen. Also auch das geht natürlich ganz, ganz uneigennützig. Einfach mal jetzt so in deine Kamera, nee, ist ja meine Kamera, in die Kamera gesprochen. Was hast du noch auf dem Zettel, auf gar deinem nichts. Großen? Wie, nee, gar nichts? Wir haben das eigentlich besprochen, was wir besprechen wollten. Das sind über vier Seiten, halt mal hoch, das sind 4 Seiten Zettel. Ja, das sind 3 sind das. Also kannst du nicht zählen, 3. Ich habe auch noch was über eine Uhr, die ich nicht gezeigt habe. Ja. Aber wir laufen jetzt ein bisschen aus der Zeit raus, ne? Oder wollen wir uns die Zeit noch nehmen? Vielleicht als das letzte, ich das kann Wort nicht zum Sonntag. Ich hattest, kann nicht kurz fassen. Das Wort zum Sonntag hattest du ja bei mir und das nehme ich mir jetzt. Du hast das abschließende Wort und dann dürfen wir uns verabschieden, weil es ist Mittagszeit und wir wollen bei Domino's noch Pizza essen gehen, denn da gibt es heute eine Rolex Geschenk. Soll ich dich nochmal einblenden? Eine alte, ja gerne. Eine Alternative für euch. Falls jemand wirklich sich für Uhren interessiert, die etwas mit der Raumfahrt zu tun haben. Bevor man sich für 250 Euro hier ein Quarzmodell kauft aus Plastik, Bioceramic sagt Swatch dazu, könnte vielleicht eine Alternative eine Uhr sein, die ebenfalls wie die originale Moonwatch auf dem Mond war. Achso, nicht so wackeln, okay. Man redet immer mit den Händen, ich kenne das. Nämlich, das ist die Bulova. Oder Bulova, die beiden ich weiß gar nicht, was richtig ist, wie man es richtig ausspricht. Pullover, das ist Pullover und Polunder. Das sind diese beiden Uhrenmarken. Die Luna, das ist die Luna Pilot. Und die Luna Pilot, jetzt glaube ich, schalten wir mal wieder auf die Hauptkamera um, ist getragen worden bei der Apollo 15 Mission von David Scott, dem Astronauten, dem Kommandanten. Und das war im Jahr 1971. Und er hatte die offizielle Omega Moonwatch als offizielle NASA-Uhr mit dabei. Ihm ist aber bei dieser Mission, und die sind mit diesem mit so einem Mond Rover auf den Mond gekommen, und er hat diesen Mond Rover ist er da gefahren. Aber an seiner Uhr ist leider der Deckel abgeploppt, also das Plexiglas ist rausgesprungen und konnte seine Uhr nicht tragen. Und er hatte bei der Omega. Und das hatte dann ja gar nicht. Weil Bulova ja immer mit Omega im Clinch lag und auch sich dafür beworben hatten, als offizielle Uhr für den Weltraum eingesetzt zu werden, hatte er einen Prototypen von Bulova dabei und hat dann mit Mission Control gesprochen und gefragt, ob er die Uhr denn jetzt als Ersatz anziehen dürfte. Und diese Uhr durfte er dann tragen. Das ist nachgewiesen, diese Geschichte. Und seine eigene Uhr war im Privatbesitz. Und das war die einzige offizielle NASA-Uhr, die im Privatbesitz war. Alle anderen gehen halt in so einen NASA-Asservatenkammer. NASA-Asservat. Und diese Uhr, also das Original, wurde versteigert. Ich weiß, ich glaube, das war bei Christie's für 1,625 Millionen US-Dollar. Und das ist halt eine Uhr, die wirklich Geschichte hat, die auf dem Mond war, die richtig wertig ist. Ja. Die hat hier 45 mm Durchmesser. Ist ganz anderes groß, Gewicht, wenn man sie in Händen hält. Ist aber auch eine Quarzuhr. Ja, also das muss man dazu sagen. Da sollten wir auch mal was drüber machen, über das Thema Quarz. Ja. Vielleicht, wenn du mich das nächste Mal besuchst. Einfach so mal als Spoiler. Das ist eine gute Idee. Gerne, weil ich bin großer
Ich bin, mein Herz ist offen für alle Uhrwerke, sagen wir es mal so. Ja? Ob Quarz, ob mechanisch. Der Gutmensch. Der Gutmensch. Ja, aber das wäre vielleicht eine kleine Alternative, die man wählen könnte. Gibt es übrigens jetzt auch in zwei modernen Versionen in 43 mm. Ein bisschen passender für schmale Handgelenke. Mhm. Weil 45, das muss, schon man besser, sich schon, ja. muss man sich schon, ist schon an meinem Handgelenk zurechtlügen. Mhm. Super, dann bedanke ich mich bei dir für dieses letzte Wort. Ich finde, wir haben wahrscheinlich nochmal die Hälfte vergessen, aber trotzdem fast eine Stunde hinbekommen. Ich gucke da, oh, 59.07 haben wir schon hingekriegt. Wir bleiben also ganz schnell unter einer Stunde, damit niemand mosern kann. Lieber Mario, ich bedanke mich ganz herzlich, wenn du das nächste Mal kommst. Dann machen wir vielleicht was zum Thema Quarz. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei dir und haben die Thematik, steht dich schon fest, wir wollten was machen zum Thema, welche Uhren ich im Job tragen kann oder nicht. Genau. Sehr spannende Sache, müssen wir uns noch was überlegen. Wir bedanken uns beide ganz herzlich fürs Zugucken. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, wenn Sie es nicht schon sind und immer dran denken. Bessere Zeiten beginnen nie mit zwei Menschen, die manchmal keine Ahnung von irgendwas haben. Trotzdem ganz herzlichen Dank. Danke, lieber Mario. Danke. Bis dann und ciao. Ciao. Perfekt.